war für mich ein großes Genugtuen, Ihren Oberbürgermeister kennenzulernen. Ich bewundere seine Jugendlichkeit und seine Kraft und seine Freude am Regieren. Ich habe ihn in dem Rathaus kennengelernt und ich bin sehr froh, zum ersten Mal in meinem langen Leben in dieser wunderbaren Stadt Tübingen zu sein. Für mich ist sie natürlich voll von Erinnerungen an die Weltgeschichte, wenn ich denke an Hölderlin, an Hegel, an Schelling, an Schlegel und so viele andere, die diese wunderbare Kunststadt gekannt haben. Hier bin ich aber darum, weil ich vor ein paar Monaten, sagen wir anderthalb Jahren sogar, ein Büchlein geschrieben habe. Ich habe es geschrieben damals, weil ich das Gefühl hatte, in meinem Land Frankreich gibt es eine Regierung, die gewisse Grundwerte der Demokratie nicht so gut unterstützte, wie ich es mir wünsche. Und ich habe gedacht, wir haben doch zur Zeit von dem Widerstand im Zweiten Weltkrieg, haben wir Programme aufgestellt, die dann auch ein paar Jahre später der Ursprung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in der ganzen Welt gewesen sind. Und es gehört uns, den Alten dieser Zeit, den neuen Regierungen zu sagen, Vorsicht, ihr müsst diese Werte nicht angreifen. Ihr müsst sie im Gegenteil mit uns aufrechterhalten. Das ist unsere Verantwortung und wir wollen diese Verantwortung der französischen Regierung übertragen. Na und dann ist dieses Büchlein auf Französisch in mehr als 2 Millionen herausgekommen. Das bedeutete also, dass die Französisch Sprechenden, die gibt es ja in vielen Ländern der Welt, darüber irgendwie sich interessiert haben. Na, und dann wurde es übersetzt. Und zwar nicht in einer Sprache, in 2 Sprachen, in 3 Sprachen, sondern in 40 Sprachen. Es gibt jetzt dieses Buch nicht nur auf Kastilian, Katalan und 3, 4 spanische Sprachen, sondern es gibt es in Japanisch, in Koreanisch, in Chinesisch, in Russisch, in Polnisch, Gott weiß überall wo. Da ist mir klar geworden, dass dieses kurzes, kleines Buch, was gar nicht viel Neues sagt, aber was es stark ausdrückt, eine gewisse Wirkung in unserer Weltgesellschaft hat. Darauf möchte ich mich mit Ihnen unterhalten. Ich rechne darauf, dass mit dem lieben Professor Wertheimer wir zusammen sprechen können, aber dass dann auch aus diesem großen, wunderbaren, breiten Saal Fragen kommen können, die ich versuchen werde zu beantworten. Was sind die Gründe von unserer Empörung? Sie sind ganz einfach zu verstehen. Wir leben in einer Welt, die sich in den letzten 20 Jahren enorm verändert hat. Sie war, man kann sagen, in den 30, 40 nach dem Zweiten Weltkrieg, in diesen Jahren, war sie eine Demokratie, die hat es gegeben in allerlei Ländern, in anderen gab es Diktaturen, in Tunesien, in Ägypten. Und plötzlich kam es dazu, dass eben die Bürger und Bürgerinnen sich zusammengebracht haben, um zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Und das haben wir in unserem Büchlein unterstützen wollen. Denn die Weltkrise ist ja sehr klar. In den letzten Jahren sind alle Staaten verschuldet. Und
mehr Profit und wir wollen mehr Profit. Und Sie sagen, 15% ist noch nicht genug, wir wollen 20%. Und dadurch machen Sie unsere Weltwirtschaft kaputt. Wir stehen in einer schlimmen Finanzkrise. Die müssen wir anerkennen, wir müssen verstehen, woran es liegt. Und dann müssen wir uns alle als normale, moderne Staatsbürger und Bürgerinnen einsetzen, engagieren, damit diese Weltfinanzgesellschaft nicht weiter so geht, wie sie seit schon über 20 Jahren in die schlechte Richtung geht. Das zweite Problem ist noch wichtiger. Wir leben auf einer Erde, die immer mehr zerstört wird. Bäume werden abgebaut, überall. Es wird die Natur so schnell angegriffen, dass sie nach ein paar Jahrzehnten vielleicht uns gar nicht mehr tragen kann. Als ich geboren war, waren wir ungefähr 2 Milliarden. Heute sind wir 7 Milliarden und bald 8 Milliarden. Und wir haben nicht aufgepasst, wie die Natur zerstört wird. Da müssen wir jetzt sehr aufmerksam sein. Das ist auch ein wichtiger Grund, uns zu empören und nicht nur uns zu empören, sondern uns zu engagieren, damit diese Richtung anders gehalten wird. Da gibt es leider drei ganz verschiedene Polen, über die man nachdenken muss. Es gibt die Regierungen. Ja, die Regierungen müssten tapfer sein und müssten die Gelegenheit ihrer Bürger und Bürgerinnen gut verteidigen können. Aber sie sind nicht allein auf der Welt. Es gibt anonyme, internationale Oligarchien, die nicht demokratisch denken, sondern die Profit haben wollen. Diese großen Finanzmärkte sind es, die in den letzten Jahren wild geworden sind. Das müssen wir anerkennen. Sie haben eine Macht über die Regierungen. Wenn eine Regierung, eine schöne demokratische Regierung, wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland oder die Republik Frankreich, wenn sie versuchen, ihren Mitbürgern etwas zuzubringen, was ihnen gut tut, dann sagt man ihnen vorsichtig, nein, das dürfen sie jetzt nicht, denn die Finanzmärkte sind da. Und wenn sie das tun wollen für ihre Bürger, dann werden sie sich nochmal verschulden und dann müssen sie nochmal abzahlen. Das geht nicht. Wir sind die Wichtigen. Wir, die anonymen Finanzmärkte, sind die Wichtigen. Und wir sagen ihnen, das ist möglich und das ist unmöglich. Dies dürfen wir nicht akzeptieren. Dagegen ist es wichtig, dass wir uns wehren. Und zwar, dass wir uns in Nicht-Gewaltformen dagegen sträuben. Wenn wir genügend viele sind, Frauen und Männer zusammen und sagen, das wollen wir nicht, dagegen sträuben wir uns, dann können wir das erreichen, was die Regierungen auch gerne wollen, aber was sie nicht sich trauen. Wir müssen die Regierungen tapferer machen und mit unserer Tapferkeit den Regierungen die Möglichkeit geben, das durchzusetzen, was uns gehört. Darauf ist mein Büchlein aus. Und wunderbarerweise hat es überall in der ganzen Welt Menschen erregt, die aufgestanden sind, hier und dort, in Griechenland, in Spanien, in Amerika, die Occupy Wall Street zum Beispiel, für mich sehr interessant. Was bedeutet diese Bewegung? Sie sagen, we are the 99%. Wir sind die 99%. Unsere Notwendigkeiten müssen
mein Deutsch ist ein immer wieder schwieriges gewordenes Deutsch. Ich habe immer weniger in meinem Deutsch gesprochen. Daher fehlen mir manchmal die richtigen Worte. Aber ich versuche, so einfach